So. Und dann haben wir hier nur eine Blutwurzel. Und mal eine Kultur, die nicht abgeschlossen ist. Wie schön ist das denn? Mit ganzen 8 Gold drin. Boah. Ich habe ein Pflänzchen. Oh, ein Affe. Hallo, Affe. Guck mal, was ich hier habe. Bom! So, hä? Aha, ja, stimmt. Ich habe ja jetzt die Säge dabei. Das ist... Ich hätte mir die vielleicht doch schon mal eher besorgen sollen. Dann haben wir noch... Eva. Na? Das Vieh auch noch. Ah, wollte gerade auf Spielstand speichern. Ah ne, das sind keine Eber, das sind noch Affen. Ach, scheiße. Oh, die sind aber böser. Wow. Und ab, schnell ausweichen! Ah, shit. Na, komm mal weg von der Kante. Ich habe keinen Bock, dich da nachher von da unten das Zeug zu holen. So. Ah, dafür geben die aber auch 100. Okay, wo müssen wir lang? Da lang, gut. Gehen wir auch da lang. Wollen wir ja jetzt mit den Quests mal ein bisschen vorankommen. Müssen wir jetzt hier hoch oder da runter? Da hoch. Ah, ja. Hey, wer bist du denn? Ein Pirat. Aber keiner von Crows Leuten. Bist wohl auf Schatzsuche, was? Naja, mir soll's recht sein. Wegen mir kannst du dich eine Weile am Feuer ausruhen, solange du mir keine Probleme machst. Ich suche Venturo. Da bist du hier falsch. Du musst noch weiter, bis ins Tempeltal. Alles klar. Noch was. Falls er nicht da ist, er hinterlässt Zeichen, wenn er durch den Dschungel schleicht. Was sind das für Zeichen? Die Speer der Inquisition markieren mit diesen Zeichen ihren Weg. Wenn du weißt, worauf du achten musst, kannst du dieser Spur folgen. Wie sehen diese Zeichen aus? Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ein grandioser Hinweis, danke. Wie komme ich ins Tempeltal? Geh zurück zur Kreuzung und nimm den westlichen Pfad. Die erste Abzweigung links ignorierst du und gehst unter der Felsbrücke durch. Unter der Felsbrücke, gut. Direkt hinter der Felsbrücke verlässt du den Weg und hältst dich links. Dann kommst du ins Tempeltal. Und mach die Augen auf. Dann siehst du die Zeichen von Venturo. Was machst du hier? Ich bewache den Turm. Ein Turm? Wir haben weiter oben ein kleines Lager mit einem Turm. Da sitzt ein Molukke, der von der Patrouille aufgegriffen wurde. Warum habt ihr ihn eingesperrt? So lautet der Befehl. Ein paar Tage im Turm und sie werden brav wie die Lämmer. Danach kann man sie zum Arbeiten schicken. Da wir gerade von Arbeit sprechen, willst du dir ein paar Goldstücke verdienen? Emma, ich bin arm. Was soll ich für dich tun? Ich habe hier eine goldene Statue. Die ist zwar hübsch, aber man kann sie nicht essen. Aber Tito hat was zu essen. Fleisch. Also, bring ihm die Statue und lass dir dafür ein Fleischpaket geben. Und das soll ich dir bringen? So wie es aussieht, werde ich noch eine Weile hier draußen sein. Bis ich mal abgelöst werde, bin ich längst verhungert. Gib mir die Statue, dann erledige ich deinen Job. Alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit mit dem Fleischpaket. Also ich muss sagen, dafür, dass ich mich gerade als, ich sag mal, Pirat geoutet habe... Ich hab kein Fleisch zum Braten. Ah, schade. Ist ja doch sehr vertrauensselig, was eine goldene Statue angeht. So, muss ich jetzt... Okay, wie... Ich glaube, ich gehe mal einmal kurz den Turm hoch. Wo ich jetzt eh schon den oberen Pfad genommen habe. Der Typ noch sprinten könnte, das wäre echt ein Träumchen.
Aber ist wohl halt eher so der Jogger-Typ. Ist auch okay. Ist eine Quest gewesen, den Inquisitionsturm gefunden. Aha, ich bin ein Entdecker. Aber hier. Kiste. Na, sogar 10 Gold. Oh, wenn sich das so steigert, dann habe ich ja bald, dann finde ich ja bald mal sogar 20 Gold. Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Ja, merk dir das mal. Hi, Capucheco, Cucho. Ja? Warum bist du eingesperrt? Ich passe nicht auf. Es ist meine eigene Schuld. Bald bringen sie mich in das Steinlager. Bleib wachsam. Gut. Ich dachte, ich muss, soll dich vielleicht auch mal befreien oder sowas. Und kriegt er dafür ein paar Boni bei deinem Stämmchen, aber... Nope. Alles klar, dann viel Spaß im Türmchen. Da gibt es hier irgendwie eine Abkürzung? Oder wird das eine sehr schmerzhafte Abkürzung sein? Ups. Hüpfen wir doch noch ein bisschen fröhlich. Ah, ein Jaguar, alles klar. Vorsichtshalber mal Spielstand steichern, speichern. Na! Komm! Gut. Ja, kannst du wieder den Degen wegstecken? Ja, den kann ich. Echt, ein Jaguar hat nichts für mich, aber so ein komischer. Ah, ich sollte mir meinen Grog vielleicht aufheben. Die Viecher. Krieg ich von denen auch eine Kralle, okay. Vom Jaguar kriege ich keine Kralle, von Affen kriege ich Kralle, von so einer komischen Fledermaus kriege ich eine Kralle, aber von dem, nö. Warum auch? Okay. Hier noch ein Äffchen. Ah gut, es sind ja auch Krallenaffen, also es ist logisch, dass ich von ihnen Krallen bekomme. Ach komm, wo wir jetzt schon gerade hier sind, ich muss hier wahrscheinlich gleich sowieso mal lang. Kann ich die Affen ja mal kurz killen. Leben. Na komm, gib mir kurz eure Krallen, danke. Das ist jetzt nichts Offensichtliches hier, dann gehen wir mal weiter. Wie viel bin ich jetzt inzwischen? 7200. Ah, das ist doch schon mal ein ordentlicher Ruhm. Da kann ich ja gleich schon mal was mit anfangen. So. Ja. Auf, blöder Vogel, jetzt kipp einfach um. Sehr gut. Ah. Verlassenes Lager. Ah, okay, geht doch, ist doch wieder rückläufig. Aber noch. Was ist hier? Ich wollte gerade sagen, ist das Wasser oder Treibsand? Was denn da? Termite.
Alter, wie kannst du daneben treffen? Das Ding steht direkt vor dir. Ja, komm, jetzt haben wir's. Schiebetermiter. So, warte mal, wenn. Du hast sicher auch hier irgendwo einen Bau, oder? Bei dir. Sind wohl freilaufende Termiten gewesen. Mit dem Ding, mit der Knarre üben wir echt nochmal, Junge. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Shit. Jetzt kann ich... voll verlaufen. Mist. Wie gesagt, so eine Minimap wäre echt hilfreich. Was soll's, dann halte ich wieder den ganzen Weg zurück. Wie weit denn? Ach, nur bis da vorne. Ach, da, wo ich eben nicht weitergehen. Ach, hinter der Steinbrücke. Warte mal, war da vorhin auch ein. Ich hab gedacht, die soll ich. Ja, ist egal, keine Ahnung. Oben irgendwas. Zeichen. Venturo hat ein Zeichen hinterlassen. Ah. Wenn ich ihn finden will, sollte ich nach weiteren Zeichen suchen. Dieses Zeichen hier weist nach Nordwesten. Venturo ist also nicht in den großen Tempel gegangen. Dann muss ich da hoch an dem Vogel vorbei. Aber ich gucke mir erstmal das Vorder an. Ah, ich kümmere mich gleich um dich, Vögelchen. Da auch hier reinklettern. Ich frage mich, ob das deswegen hier so ist. Hier. Ah, mach ich einen auf Tomb Raider. Oder Indiana Jones in dem Fall. Dum 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 dum. Jetzt kriegst du aufs Maul! Oh! Ich schneid dich in Streifen! Boah, jetzt ist mal gut hier. Ja, ich kann... Ich wollte gerade sagen, okay, kann... lass mal das mal. Die sind hier noch ein bisschen zu stark wohl für mich. Aber schön, wie man immer so in seine Schranken gewiesen wird und man direkt weiß, alles klar. Oh, Game abgeschmiert, eine Sekunde. Bam, 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 bam. Ach, Mann, warum spielt das Spiel mir immer wieder ab? Was heißt immer wieder? Gut, ist jetzt das zweite Mal, dass das passiert ist. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Ist jetzt noch blöd für euch, dass ihr jetzt gerade nur so einen schwarzen Bildschirm vor euch seht. Ah, so, fortsetzen. Ich bin gerade echt so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte ich unbedingt mal wirklich Schlösser knacken
Auf der anderen Seite merke ich einfach, ich muss... Ups, schieß schon. So. Ich muss langsam echt mal ein bisschen stärker werden, damit ich einfach besser durchkomme. Ups. Nee, nicht da runter. Und dann hier mal ein bisschen Munition für dich. Ah, Alter. So, boah, endlich. Ah, und da vorne haben wir noch einen Jaguar. Na komm, trinken wir jetzt einen Grog schnell. Ich habe jetzt keinen Bock zu warten, bis der Proviant wirkt. Wo ich wieder so lange war. Boah, Jaguar hasse ich echt. Ja gut, in die Richtung springen ist auch keine Idee. Ist egal, ich weiß jetzt, bis er mich anläuft. So. Alles klar. War hier noch was? Ah, ein bisschen rumwandeln, Proviant. Müssen wir jetzt, ha? Zeigt's hin. Dieses Zeichen zeigt nach Nordwesten. Na, das ist gleich. Hat sich aber viel Mühe mit den Zeichen gegeben dafür, dass sie eigentlich alle dicht beieinander sind. Ach, hier ist jetzt kein Zeichen, damit ich weiß, dass ich da weiter muss. Die Mühe hätte sich auch noch machen können. Wo ich mich eh frage, wer die ganzen riesigen Steine bewegt hat. Ich meine, so ein Stein, der wiegt schon seine paar Kilo. Verschlossene Truhe. Klar, mache ich auch immer so. Ich meine, wäre echt unachtsam.
an hier so eine Riesentruhe stehen hätte und die dann... Ups. Hey, bist du mir gefolgt? Ja. Du gehörst doch nicht zu Crow, oder? Doch. Sebastiano schickt mich. Er wartet auf deinen Bericht. Und deshalb schickt er dich? Nee. Ich wäre schon früh genug gekommen. Wieso bist du nicht beim großen Tempel? Weil ich dort nichts herausfinden kann. Zu viele Wachen. Ich bin zwei von Crows Halsabschneidern bis hierher zum Moluckendorf gefolgt. Leider kann ich nicht näher ran. Aber ich bin mir sicher, dort können wir noch eine Menge erfahren. Kann ich dir helfen? Wenn du schon so fragst. Ja. Schieß los. Was kann ich für dich tun? Also, die Piraten arbeiten noch mit den Wilden zusammen, oder? Ja, sieht so aus. Du siehst aus wie ein Pirat. Du willst also, dass ich ins Dorf gehe? Warum nicht? Mich erkennen selbst die Wilden. Du siehst aber aus wie jemand von Crow. Hat Crow nicht Männer im Dorf? Ein kleines Risiko müssen wir schon eingehen. Außerdem sollst du ja nicht einfach ins Dorf spazieren. Sondern? Pass halt auf. Außerdem habe ich sie beobachtet. Die Jungs sind besoffen genug, um einen Krallenaffen für ihre Mutter zu halten. Also stell dich nicht so an. Was soll ich im Dorf? Wir müssen wissen, wie viele Molukkenkrieger Crow begleitet haben. Wie soll ich das rausfinden? Das ist mir herzlich egal. Aber an deiner Stelle würde ich einfach irgendjemanden fragen. Okay, ich mach's. Gut, dann werde ich hier warten. Viel Glück! Hey. Also ja, dann mach das doch mal, alles klar. Entschuldigung. So. Oh, das hat ja, war jetzt eine richtige Abkürzung. Capo Sheku, was willst du? Schick dich Crow zu uns? Ja, ich komme von Captain Crow. Ich kenne dein Gesicht nicht. Wo warst du, als Crow zu uns kam? Ich habe die Inquisition ausspioniert. Die Blauröcke sind unsere Feinde. Sie nehmen unser Land und unsere Männer machen sie zu Sklaven. Aber der Tag ist nicht fern. Da wird der Zorn der Götter über sie kommen. Genau. Geh. Geh hinein. Mal gucken, was jetzt passiert. Hey, was sehe ich denn da? Ein Pirat mitten im Lager der Shaganumbi? Du bist keiner von uns. Was willst du hier? Ich bin auf der Suche nach Crow. Das trifft sich gut. Ich gehöre nämlich zu seiner Mannschaft. Also, was willst du von ihm? Wo finde ich Crow? Jetzt lass dir mal zwei Sachen sagen. Erstens, es heißt Captain Crow, klar? Und zweitens, du stellst mir entschieden zu viele Fragen. Der Captain hat mich geschickt, damit es hier keinen Ärger gibt. Und ich erledige meine Aufgaben. Also, ich werde dich im Auge behalten. Wenn du hier Unruhe stiftest, mache ich dich fertig. Sag mir, wie ich zu Captain Crow komme. Du? Gar nicht. Er hat den Befehl gegeben, dass jeder umgebracht wird, der sich dem Tempel nähert. Wirklich jeder? Bis auf Jim und mich natürlich. Ich muss unbedingt mit Crow reden. Du nimmst mich nicht richtig ernst, was? Das gefällt mir. Aber wenn du dem Captain gegenüberstehst, wirst du das sicher bereuen. Warum sollte ich Angst vor Crow haben? Ist er so hässlich? Ja, aber nicht nur das. Er ist auch bösartig und misstrauisch. Vor allem bei Leuten, die er nicht kennt. Immerhin könntest du ein Spion der Blauröcke sein. Da fackelt er nicht lange. Zack, ist die Rübe ab. Bring mich zu ihm, dann finden wir es heraus. Du lässt dich locker? Du willst also unbedingt zum Captain, ja? Ei. Tja, Junge, ich sag dir was. Bevor du hier irgendetwas kriegst, machst du dich erstmal nützlich.
Was hast du für mich? Hör mir zu, Junge. Die Molukken versorgen uns nicht nur mit Fleisch. Sie sammeln alles, was unsere Männer gebrauchen können. Und das wäre? Was zu futtern. Aber auch wertvolle Idole und Opfergaben. Gold, das sie aus dem Fluss holen. Und diese Dinge bringen wir dann in den Tempel der Erde. Wofür brauchst du mich? Die Weiber sehen zwar lecker aus, sind aber viel zu langsam. Schon seit Tagen haben wir nicht mal einen Krümel Gold gesehen. Jemand müsste ihnen mal in ihre hübschen Hintern treten. Hintern treten ist meine Spezialität. Pass aber auf. Wenn du die Frauen schlägst, machen die Tonkas mächtig Bambule. Also, ich sehe das so. Mir egal, wie du es machst. Hauptsache, du bringst mir die Sachen. Dann erzähle ich dem Käpt'n, was du für ein tüchtiger Junge bist, und wir sehen weiter. Einverstanden. Ich kümmere mich um die Lieferung an Crow. Sehr schön. Also erstens gehst du zu den Sammlerinnen draußen. Sie sammeln Gold, Früchte, Pflanzen und so ein essbares Zeug. Anschließend gehst du zu Kapua und holst ein Idol ab, das sie für mich herstellen soll. Wo finde ich die Sammlerinnen? Geh zu Natsumi, Yusuki und Lin unten am Fluss. Du gehst hinaus aus dem Dorf, vorbei an der Wache Masaru und dann gleich nach Norden. Folge dem Fluss aufwärts. Sie sammeln ihren Kram in der Nähe des Ufers. Okay. Kapua? Wer ist das? Kapua ist eine Hexe des Voodoo. Sie hat ihre Hütte direkt neben dem Voodoo-Altar. Alles klar. Alles klar. So.